Hola, soy Mari Gómez y antes de que caiga la pregunta, no soy pariente de Mario Gómez. Das war Spanisch für Hallo, ich bin Mari Gómez und bevor die Frage gestellt wird, ich bin nicht mit Mario Gómez verwandt. Als Halbkolumbianerin kann ich aber auf jeden Fall schon mal verraten, dass ich super gerne unter Menschen bin, egal ob hier in Franken oder in fernen Ländern. Ich verreise unheimlich gerne. Hi, herzlich willkommen zur MEDO-Schule. Wenn du dieses Video angeklickt hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du dich für die Ausbildung zum Ergotherapeuten interessierst. Ich würde sagen, komm doch einfach mit. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsunterrichtsfach und zwar die Pause. Und ich sehe schon, die Schüler chillen gerade hier richtig schön im Park. Ich muss sagen, das ist so schön hier. He's old school. So, do you put your music, your shitty music on the tour bus, or are you not allowed? I haven't even bought our album yet. I haven't pre-ordered our album. I should do that, You shouldn't should I? definitely do that. Yeah, It's really good. I stream. I'm up to date. I'm young. I've got Apple And it's all been Music. taken back of that comment. So, wir probieren heute mal was aus. Ich habe es selber noch nicht getestet, also zusammen mit euch jetzt zum ersten Mal. Und zwar waschen wir Wäsche mit Kastanien. Hey, ich hoffe, du hattest bisher ein gutes Wochenende. Ich heiße Marianne und als Teil des Creative Teams darf ich dich hiermit ganz herzlich zu unserem vierteiligen Kurs Next Steps einladen. Ich habe den Kurs damals auch gemacht, als ich ganz neu in der Ecclesia war und es war total cool, weil ich so mehr über Ecclesia, über mich und meine Begabungen gelernt habe und die darf ich jetzt unter anderem auch hier im Creative Team einsetzen. Der Kurs, der findet immer sonntags statt und wann genau, das erfährst du am Infocenter. Hola West Wing, ich bin Marie Gomez und bin gebürtige Mexikanerin. Meine Mama ist Kolumbianerin und mein Papa ist Deutscher. Ich bin mittlerweile seit über 14 Jahren als Moderatorin tätig, bin hauptberuflich beim Radio, bin aber nebenher noch als Sprecherin tätig und moderiere diverse Veranstaltungen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als ich die Anzeige gesehen habe, dass ihr jemanden sucht für den spanischen YouTube-Channel, weil das verbindet zwei Dinge, die mich ausmachen. Zum einen liebe ich Inneneinrichtungen. Ich liebe es, unsere Wohnung zu dekorieren und einzurichten. Und zum anderen bin ich zweisprachig aufgewachsen. Yo diría que mi estilo es una mezcla entre bohemio y vintage. También me gusta hacer cosas yo mismo, por ejemplo, lámparas o muebles. Y me gusta también mucho tener plantas en la casa porque eso como que hace un sentimiento de estar de vacaciones en la casa. Espero mucho escuchar de ustedes o como dirían en España, de vosotros. Bis hoffentlich ganz bald.